YouTube. Ich bin's mal wieder. Heute geht's wieder mal um eine Pfeife. Und um Tabak. Vielmehr geht's heute darum, wie bin ich eigentlich zum Pfeiferauchen gekommen? Und wie sieht es sonst mit Tabak bei mir aus? Ich habe relativ früh in meinem Leben angefangen, Zigaretten zu rauchen. Ich glaube so mit Ja, ich glaube mit 14, 15 sicherlich mal die erste Zigarette. Ich fand es abartig scheußlich, ich fand es richtig schlimm. Es war eine Marlboro Light, die ich damals von meiner Tante entwendet habe. Und ich hatte das Gefühl, ich kriege diesen Geruch nie wieder von den Händen weg. Ich fand es so abstoßend. Nichtsdestotrotz waren wir früher relativ häufig angeln, ein paar Kumpels und ich. Und natürlich brachte irgendjemand mal Zigaretten mit. Und fortan haben wir regelmäßig beim Angeln geraucht. Immer Lucky Strike. Und ich glaube, so mit 15, 16 habe ich es dann auch einfach regelmäßig gemacht. Da war es dann so drin. Also so vor der Schule, nach der Schule. Dann ist man nachmittags nochmal unter irgendwelchen Einwänden rausgegangen und hat einfach geraucht. Das war so der Klassiker. Und ich habe dann auch relativ lange geraucht, also Zigaretten geraucht. Und durch eine Klassenfahrt, nee, es war eine Segelfahrt in den Niederlanden oder im Eiselmeer, bin ich dann durch unseren damaligen Bootsmann auf Drehtabak gekommen. In den Niederlanden war es so völlig normal, dass die Leute sich ihre Zigaretten drehen. Zumindest empfand ich es jetzt völlig normal. Es gab auch Drehtabak in Zigarettenautomaten mit Blättchen dabei. Völlig abgefahren. In Deutschland war das undenkbar. Und da habe ich mir das Zigarettendrehen angeeignet. Und natürlich auch die klassischen niederländischen Marken, Samson, Vanelle, Drum, was es alles gab. Also ich glaube, Samson und Vanelle habe ich zu großer Stückzahl geraucht. Irgendwann dann auf Schwarzer Krauser umgestiegen. Also schon immer sehr puristisch. Der Lucky Strike Fire Leaf mit Dark Fired Kentucky Sprenglern, der hat es mir damals auch angetan. Das war ein guter Drehtabak. Und dann hat es relativ lange gedauert, bis ich mir meine Pfeife zugelegt habe. Das müsste dann so vor 8, 9 Jahren gewesen sein, nachdem ich mal einen Feinschnitt-Tabak gekauft habe, und zwar von Danske Club. Ich glaube, er hieß einfach Danske Club Aromatik. Blaue Pouch mit einem Segelboot oder Danske Club Skipper oder irgendwie sowas war das. Ich habe es jetzt nicht recherchiert. Eigentlich ein Pfeifentabak, aber wie gesagt, ein Feinschnitt. Und man muss ganz ehrlich sagen, den würde ich mir nicht mal in die Pfeife tun. Der war so trocken und so klein geschnitten. Also zum Drehen war der nix. Der hätte ich dann relativ schnell entsorgt. Aber der Geschmack war super. Ja, und da war der Geschmack gegeben. Ich habe mir gedacht, gut, wenn Pfeifentabak so schmeckt, dann will ich Pfeife rauchen. Dann ist Pfeife rauchen gut. Und ich fand Pfeifen sowieso schon immer schön. Hatte da aber nie die Ambition, mir selbst einen zuzulegen. Aber ja, die erste war, glaube ich, aus einem Ermory-Laden, eine kleine Capitello. Relativ schlechte Pfeife. Ich besitze sie tatsächlich heute noch. Sehr kleines Füllvolumen. Dafür ist sie immer noch gut. Sie ist lackiert von außen mit Klarlack. Das ist furchtbar. Sie sieht auch schon oben am Kopfrand katastrophal aus. Aber sie tut ihren Dienst und ist eine schöne Unterwegspfeife, wenn man mal sonst Angst hat, seine Pfeife zu ruinieren. Ja, dann nie regelmäßig Pfeife geraucht und das mit den Zigaretten irgendwann gelassen, dank der E-Zigarette. Und dann kam etwas dazu, was, diese Döschen, der eine oder andere hat sie bestimmt schon mal gesehen, Kautabak. Kein traditioneller Kautabak, sondern dieser Beutelform.
Neudeutsch heißt das Ganze Chewing Bags. In Schweden schon immer bekannt als Snus. Den konnte man in Deutschland damals auch noch relativ problemlos beziehen. Und ich bin sehr froh darüber, dass es diese Auswahl an diesen sogenannten Chewing Bags jetzt in Deutschland gibt. Das macht Spaß. Ich mag das gerne. Ich rauche wenig Pfeifen, sehr wenig Pfeifen. Wenn es gut läuft, eine am Tag, manchmal zwei. Aber manchmal fehlt mir auch einfach die Zeit. Sehr schade, aber dann will ich auch nicht auf Teufel komm raus eine Pfeife innerhalb von 20, 15 Minuten rauchen. Dann muss es nicht sein. Dann lieber einen Tag warten und mit viel mehr Freude eine Pfeife rauchen. Und dann ist der gute alte Kautabak für mich da. Und der schmeckt mir ganz hervorragend. Ja, apropos hervorragend, was rauche ich eigentlich heute? Und worin rauche ich das? Heute in dieser wunderschönen Stanwell Royal Guard Shape 11 nach einem Entwurf von Sixten Iverson. Wunderschöne Pfeife, traumhaft schön, großes Füllvolumen, sehr dickwandig, also die verzeiht einiges. Und darin befindet sich heute der Scottnail von HU. Ja, der Scottnail. Was machen wir mit dem Scottnail? Der bereitet mir Kopfzerbrechen, seit ich ihn habe. Er macht Spaß. Ist ein guter, also ich mag diesen Tabak sehr, sehr gerne. Es ist ein Virginia Perique, 10% Perique. Drei unterschiedliche indische Virginias sollen drin sein. Und es ist mal nicht so ein klassischer Virginia Perique. Ganz viele Virginia Perique-Mischungen, die es so gibt, inflationär auf dem Markt, schmecken irgendwie grasig, heuig, Zitrusanklänge, Virginia. Und dieser Bursche, der ist irgendwie anders. Das liegt jetzt nicht unbedingt am Topping. Das Topping wird angegeben mit Tomate. Jetzt soll man denken, Tomate und Tabak. Ich weiß nicht. Ja, sicherlich mag da ein Topping drin sein. Das kann sicherlich auch eine Tomate sein. Mit ganz, ganz viel Fantasie hat man vielleicht so diesen grünen Strunk der Tomate, den man da irgendwie wahrnehmen kann. Aber so die klassische frisch aufgeschnittene Tomate, die riecht da nicht. Macht aber nichts, schmeckt trotzdem hervorragend. Es ist ein schöner, erdiger Virginia. Nicht so leicht und leichtfüßig. Der kommt schon ein bisschen mit ein bisschen mehr Wumms. Hervorragend abgerundet mit dem Perique. Ich glaube, den Tabak muss man, also entweder mag man ihn oder man mag ihn nicht. Und dazwischen gibt es, glaube ich, nicht. Viele Reviews habe ich jetzt gelesen, dass der sehr stark sein soll. Vielleicht haben andere da ein anderes Empfinden als ich. Nee, ich finde ihn sehr rund. Er ist deftig, ist erdig, hat eine leichte Pfeffrigkeit durch den Perique. Aber er bleibt absolut auf dem Boden. Das ist ein grundehrlicher, schöner Virginia Perique. Ready Rub Flake. Lässt sich hervorragend anzünden. Glimmt schön durch. Ich habe ihn ein bisschen zu locker gestopft, deswegen tendiert er gerade so ein bisschen dazu auszugehen. Ist auch nur eine kleine Füllung drin. Aber so als, Abendpfeife durchaus gut. Macht mir Spaß. Ich zeige euch mal das Tabaksbild. So, hier mal das Tabaksbild für euch im Detail.
Wir sehen hier einen schönen Ready-Rub-Flag. Man sieht hier die dunklen Einsprinkler vom Perique. Dazwischen die drei indischen Virginias. Ich habe die ein bisschen nachbefeuchtet, da mir initial mal ja, eingetrocknet ist. Aber er ist jetzt eigentlich wieder so im Ursprungszustand, wie ich ihn damals ausgepackt habe. Ihr seht hier vom Befeuchten noch, das ist ein bisschen bräunlich angelaufen hier. Ansonsten, wenn ihr ihn bekommt, gerne mal kurz durchlüften lassen, wieder zumachen oder direkt umfüllen nach 5 bis 10 Minuten. Dann ist er perfekt, lässt sich super rauchen, lässt sich aber auch schon so aus der Dose perfekt in die Pfeife stopfen, anzünden und los geht's. Wie ihr seht, sehr unkompliziert, ein sehr schöner Tabak. Auch zum Ende hin, dann nimmt er noch mal ein bisschen zu in der Stärke. Schmeckt ein bisschen intensiver. Ich würde nicht sagen, dass er dazu neigt zu beißen. Bist du da eigentlich nicht? Aber man merkt schon so auf der Zunge, dass, ja, dass der nochmal zum Schluss ein bisschen Gas gibt. Ja, alles in allem eine große Empfehlung. Also Freunde, die sowieso Perique mögen und auch gerne mal einen etwas kräftigeren Virginia haben möchten, unbedingt kaufen. Klare Empfehlung. Wenn man jetzt liest, das Topping, es ist kein Aromat, es ist eine klassische englische Mischung. Das ist jetzt nicht so, dass einem da die Tomatenpflanze entgegenspringt, wenn man die Dose aufmacht oder eine Dose Pizzatomaten auf einen wartet. Ganz und gar nicht. Vielleicht könnte man so ein bisschen, ja, das kernig fleischige der Tomate nehmen, wenn man sich das vorstellt, das so ganz leicht über den Tabak gelegt. Das kommt am ehesten hin. Das ist so für mich das Rodney. Mit einer richtig schönen, kräftigen Note von Virginia. Und nach oben hin schön abgerundet mit dem Perique. Das ist gut. Ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ja, mit dem Scotney kleinen Einblick geben. Wie gesagt, die HU-Tabake, großartige Tabake. Bisher die, die ich probieren durfte. Ich denke, da wird meine Reise auch noch nicht zu Ende sein. Da gibt es noch einiges, was auf mich wartet. Und von mir aus eine ganz klare Empfehlung für diejenigen, die gerne einen etwas kräftigeren Virginia mögen, die gerne Perique mögen. 10% ist eine Ansage. Keine Sorge vor dem Topping. Mit ganz, ganz viel Fantasie schmeckt man es beim Rauchen. Ich habe da, vielleicht bin ich einfach nur nicht zu lange Pfeifenraucher, dass ich es rausschmecke. Ich schmecke da nichts. Wenn man es mir nicht sagen würde, ich hätte es nicht rausgefunden, dass da irgendein Topping drauf ist. Also klare Kaufempfehlung für die, die es naturnah mögen. Und macht's einfach mal. Das war's von mir. Wir sehen uns wieder. Auf bald.